Lahan und dann werden wir so quasi Teil 2 machen. Falls ihr noch Fragen geschickt habt oder sowas, dann ich werde die speichern und dann werden wir die Fragen dann nächste Woche, wenn er zu Gast ist, beantworten. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr jetzt noch eure Fragen schicken, die ich dann beantworte. Ja, mit wem soll ich Match machen? Es traut sich eh keiner, Match zu machen. Ich habe gesehen, wie Tesla Han verloren hat. Ja, random. Mit wem random? Es kommt keiner rein. Moslems wurden alle zerlegt, deswegen traut sich keiner mehr reinzukommen in Diskussion. Weil die wissen, dass sie dann öffentlich hier zerlegt werden, argumentativ. Am Anfang, oh, wie viele reingekommen sind. Am Anfang war gut, da wussten die noch nicht so, da sind nicht viele reingekommen, aber jetzt, jetzt sind sie vorgewarnt. Fitna bei Moslems machen. Man muss bei denen keine Fitna machen. Sind wieder so ein paar dumme Sanjak-Leute hier im Chat. Ha? Wie der eine da. Wie viel hast du beim Verfassungsschutz verdient? Mehr als du und dein Vater zusammen. Was für Fragen, Mann. Sandschak-Serben, die sich für Türken halten. Ja, Mann, genau das. Darf man Igel essen? Ja, klar, darf man Igel essen. Du bist so aggressiv, wer ist aggressiver? Ich bin der friedlichste, chilligste Mensch überhaupt. Überhaupt nicht aggressiv. Bist du Christe? Ich bin Christe geworden. Freust du dich schon auf die neue Freibad-Saison? Gelsenkirchen soll super sein. Also ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben das letzte Mal in einem Freibad war. Und in Deutschland, vorher würde ich mich im Keller einsperren, bevor ich in Deutschland in ein Freibad gehe. Bah, das ist so abartig. Man schaut euch diese Aufnahmen an. Bah. Ja, ganz NRW Freibad oder in Berlin oder sowas. Bah, ist das ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Über alles voll mit Kanackengruppen. Ja, voll mit Kanackengruppen. Und nach 5 Minuten fangen irgendwelche Massenschlägereien an und bla bla bla. Und als Frau kannst du sowieso vergessen. So, abgesehen jetzt von den hygienischen Zuständen, wenn so gewisse Völker, ja, wenn von gewissen Völkern da sich alle in einem Freibad versammeln, wo wir wissen, die haben es nicht so sehr mit der Körperhygiene, ja, abgesehen von den ganzen hygienischen Zuständen und Krankheiten, die man sich da so einfangen kann. Einfach so, Mann, ich kann diese Gesichter nicht sehen. Ich kann ihre Gesichter nicht sehen, ich kann nicht ihr asoziales Verhalten ertrage ich nicht, ja, ihr ekelhaftes asoziales Verhalten. Und man weiß, wie diese Leute sind, ja, wie Hyänen sind sie. Schaut euch eine Doku an über Hyänen. Ja. Schaut euch ein Doku an über Hyänen. Durch jene perfekte Beschreibung von heutigen Kanaken in Deutschland. Sind wie Hyänen. Alleine feige, aber in einer Gruppe, danke dir, in einer Gruppe, da trauen sie sich. Ja. In einer Gruppe trauen sie sich und sie lauern. Ja, sie sehen auch aus wie Hyänen. Schaut euch mal Hyänen an und dann schaut euch diese Kanakengruppen an. Starke Ähnlichkeit äußerlich. Welcher normale Mensch, auch nicht mal Deutscher, auch als Deutscher sowieso, aber auch als Italiener, als Europäer im Allgemeinen, egal woher man kommt, wer bitte, und ich will gar nicht reden, geschweige denn, dass du mit deiner Frau, Freundin, mit deinen Kindern in diese ekelhaften Freibäder gehst.
Boah, ich weiß nicht. Freibäder sind einer der schlimmsten Orte, die es mittlerweile gibt in Deutschland. Hallenbäder eigentlich auch, aber gerade Freibäder. Ja, hier haben wir so einen Vollidioten wie dieser Adnan. Was bist du denn? Denkt der, wer Deutscher? Das ist das. Wenn man nicht wenn man sich nicht den Assi-Kanaken anschließt, dann ist man gleich jemand so, du wärst gern Deutscher, du tust auf Deutscher, du schleimst bloß, die Deutschen werden dich nie akzeptieren. Ey, ich bin einfach kein Assi-Kanake, ich bin kein möchtegern Deutscher, aber ich bin kein Assi-Kanake. Und Freibäder sind einfach ekelhaft. Und jeder Mensch, der sich in so einem ekelhaften Freibad wohlfühlt, ist anscheinend genauso ekelhaft. Ja? Wer keine Lust hat, dass seine Frau vergewaltigt wird oder sexuell belästigt wird oder die Tochter, auch Minderjährige, gab es ja genug Fälle, minderjährige Tochter wird begrapscht, vergewaltigt, in der Umkleidekabine und so weiter. Wer sowas nicht will, wer keine Lust auf sowas hat, der geht doch nicht in ein ekelhaftes Freibad. Ja? Und Freibad ist halt so ein Ort, was komplett vereinnahmt wurde von Kanaken. Komplett. Komplett vereinnahmt von Assi-Kanaken. Ja? So, dass sich ein normaler Mensch da nicht mehr wohlfühlt. Da müsste man halt mal aufräumen. Ja, aber wer soll aufräumen? Die Securities, die selbst hauptsächlich aus solchen Kanaken bestehen. Ich meine jetzt nicht alle, ja, aber die meisten von denen sind jetzt auch nicht gerade viel besser. Hallo? Danke, Partner. Hallo. Irfan, hörst du mich? Ja. Guck mal, ich habe eine Frage. Ich gucke halt so immer mal dein Content an und sowas. Und du redest immer so über den Islam herabgezogen und so weiter. Jetzt habe ich Herabgezogen. eine Frage. Du kommst. Herabgezogen. Warte mal, herabgezogen. Ich rede herabgezogen über den Islam. Ja, also da meine ich schlecht, hin und her. Du sagst ja, du hättest ja eindeutig Das recht Wort, und so welches weiter. du. Warte, wir müssen erstmal Deutschunterricht machen. Das Wort, welches du meinst, ist herablassend, nicht herabgezogen. Herablassend. Ja, So, verstehe, was und du jetzt willst. weiter. Wenn ich Okay, verstehe, was jetzt du habe ich willst, deine. du redest Schwachsinn. Du kannst ja schon mal dein erster Satz mit guck mal und dann herabgezogen über den Islam. Verstehst Ja, du? Dein schau, erster schau Satz mal. ist schon katastrophal Deutsch. Okay, red weiter Ja, jetzt. war. Komm. Okay. Du kommst ja aus Sanjak, hast du gesagt, ne? Ja. Ja, kannst du mir mal erzählen, damals so Bosnienkrieg hin und her, wer wurde da umgebracht und von welchen Leuten und so weiter? Kann ich dir erzählen, ne? Kein Ja, Problem. dann erzähl mir das mal bitte, weil ich habe das nicht so gut im Okay. Gedächtnis. Erkläre ich dir, gar kein Problem. Du kriegst jetzt Nachhilfeunterricht in jugoslawischer Bürgerkrieg. Geschichtsunterricht, Okay? genau. Alles klar. So. Es gab mal einen sozialistischen Staat namens Jugoslawien. Ja? Es waren Sozialisten und es lebten Christen und Moslems, sogenannte Moslems, einigermaßen friedlich zusammen. Ja. Und dann wollten die verschiedenen Völker so ihr eigenes Ding machen. Ja. Die Kroaten wollten ihr eigenes Land, die Slowenen wollten sich abspalten. Und da gab es auch die Moslems, ja, die bosnischen Moslems, angeführt von einem gewissen Alija Izetbegovic, der schon zu Zeiten Jugoslawiens ins Gefängnis musste, weil er einen islamischen Staat, weil er ein radikaler Islamist war, Radikaler mit Islamist, okay. Muslimen, radikaler Islamist war, Alija Izetbegovic, und ich habe auch sein Buch gelesen. Du kannst ja nicht mal Bosnisch, deswegen kannst du auch nicht groß was dazu sagen. Sein Buch auf Bosnisch, Islamska Deklaracija, wo er Dobro, ne einen. znam šta je to, pričaj dalje. Ja, dein Bosnisch ist katastrophal gerade. Also dein Bosnisch ist Okay. wie mein Chinesisch ungefähr, so auf diesem Niveau. Okay. Okay, auf jeden Fall, sein Buch, in diesem Buch, ja, falls du es gelesen hast, fordert er einen islamischen Staat mitten in Europa. Er will aus Bosnien einen islamischen Staat basierend auf der Scharia machen. Deswegen war er auch im Knast. Leider hat man ihn dann irgendwann rausgelassen. Man hätte ihn wahrscheinlich da ein bisschen länger beibehalten sollen. Und dann kam es zum Bürgerkrieg. Ja? Und dann haben Serben
Gegen Kroaten, Kroaten gegen Serben, jeder gegen jeden und darunter auch die Moslems, die bosnischen Moslems, auch ja, jeder gegen jeden quasi. Ja. Es gab Massaker auf allen Seiten. Ja, es gab Massaker auf allen Seiten. Nur jetzt zeige ich dir, was der Unterschied ist. Die Kroaten sagen, ja, der Krieg war mal, wir schauen nach vorne und wir schauen nach vorne und bauen was auf. Die Serben sagen auch, ja, der Krieg war, es gab auf allen Seiten Opfer, aber auch wir schauen nach vorne und wollen das Beste draus machen. Nur die bosnischen Moslems heulen Tag und Nacht. Wir sind die Opfer, nur an uns gab es Massaker, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben nur ein paar Araber gerufen, die dann Serben und andere enthauptet haben, Köpfe abgeschnitten haben und so weiter. Aber nein, nur wir sind die Opfer, nur wir, sonst keiner. Und sie sind halt, haben die mächtigste und bestfunktionierendste Propaganda, Medien und Propagandamaschinerie. Und dadurch hält sich halt dieses einseitige Bild, die bosnischen Moslems als Opfer und die Kroaten und Serben als Täter. Ja? Das ist so kurz gefasst. Jetzt kann man natürlich da ins Detail gehen und viele Aspekte behandeln, aber hier mal so ein bisschen Nachhilfeunterricht für dich. Okay, also ich muss sagen, da hast du ein paar Fehlinformationen, weil ich verstehe nicht, ein Massaker, guck mal, eine Sache verstehe ich jetzt nicht so ganz. Sollte jetzt zum Beispiel ein islamischer Staat oder irgendwelche Islamisten ein Massaker veranstalten, würdest du drüber rumheulen, wie du das auch jedes Mal in deinem Leben machst, weißt du? Aber machen Erstens das ist Heulen, nur auf einmal Heulen. sagst du, es wären Muslime, die rumheulen, weil bei denen da was passiert ist, dann ist das wiederum was ganz anderes. Deswegen verstehe ich so dieses. Was redest du, Mann? Nein, was redest du? Nein, nein, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das Ding ist, du beschwerst dich die ganze Zeit in deinen Videos, sagst, ja, die Muslime, so ein islamischer Staat, dulden wir hier nicht in Deutschland, das ist so radikal und alles. Aber was ich nicht verstehe, du sagst, ich Ach meine so, ach so, warte, Srebrenica, warte, 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 man du weiß sagst, genau, warte mal kurz. wie viele Bist du Leute geisteskrank? Bist du gestört oder so? Was gestorben schreist du auf sind einmal? in diesem Krieg. Und du sagst, ja, die Moslems, die tun so auf unschuldig und sowas. Ich verstehe nicht so deine Message dahinter. Ich Okay, meine jetzt okay. abgesehen von Religion und weiterem, es sind Menschen gestorben und du tust so nach dem Motto, ja, selbst schuld und so weiter. Also sowas sehe Ja, ich okay, bist du gar jetzt nicht ein. fertig? Bist du jetzt fertig? Ja, Erst ich bin fertig. einmal, bist du geistig irgendwie zurückgeblieben oder bist du Ja, noch ganz frag deine sauber im Mutter, Kopf? ob Was ich, schreist du? frag, Was frag schreist du deine mir auf Mutter, einmal ob rum, ich du geistig Wahnsinniger? zurückgeblieben bin. Erstmal lass dich mal überprüfen, geistig, geh zum Arzt oder sonst was, weil ganz normal bist du nicht, wie du schreist. Zweitens, was hast du am Anfang gesagt? Du sagst, ja, ich rede über Islamischer Staat und das wäre so radikal. Wäre ein islamischer Staat basierend auf der Scharia nicht radikal für dich? Ist das für dich Normalität, ein islamischer Staat in Deutschland oder in Europa? Hast du mir jetzt eine Frage gestellt? Darf ich jetzt antworten? Ja, antworte. Wer ist hier auf der ganzen Welt ein islamischer Staat? Wer das die friedlichste Religion, die es überhaupt geben würde, der Islam? Ja? Also die Religion, wo 99% der heutigen Terrorgruppen gehören dieser Religion an, aber diese Religion ist die friedlichste auf der ganzen Welt. Also 99%, war, also ich meine, Was meinst du? wie viele Menschen sind denn da? Du willst jetzt sagen, jeder, der Muslim ist, der den Islam angehört, ist auf jeden Fall radikal. Schau mal, was das ist. Ja, das hast du Das ist doch jetzt für gerade eine dumme, gesagt. das ist jetzt für eine dumme Schlussfolgerung. Du hast gesagt, der Islam ist die friedlichste Religion. Ich habe gesagt, der Islam, wenn er friedlich wäre, würden nicht 99% der heutigen Terrorgruppen dieser Religion angehören. Ja, und was können wir daraus entnehmen?
Daraus entnehmen wir, dass der Islam Schrott ist und dass der Islam eine gewalttätige Religion ist. Eine Religion, die Gewalt verherrlicht und die auf Gewalt basiert und die es nur gibt aufgrund ihrer Gewalt. Ja, Yusuf al-Qardawi, ein islamischer Gelehrter, hat selbst gesagt, zum Beispiel, hätten wir nicht die Todesstrafe für abtrünnige Moslems, also für Leute, die aus dem Islam rausgehen, dann gäbe es heute kein Islam. Das heißt, diese Sekte namens Islam terrorisiert die ganze Welt und terrorisiert auch die eigenen Leute und bedroht sie mit Gewalt, dass sie nicht den Islam verlassen. Das heißt, es ist eine gewalttätige Sekte, wenn du so willst. Der Islam ist eine gewalttätige, gewaltverherrlichende Sekte. Und Mohammed hat es perfekt vorgelebt, wie gewaltverherrlichend der Islam ist. Nonstop-Krieg. Die ganze, von Anfang bis Ende bis heute nur Krieg, 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 töten, ein Massaker nach dem anderen. Und wenn es dann mal zu einem Krieg kommt und dann auch mal Opfer werden, dann habt ihr die nächsten 100 Jahre nichts anderes zu tun, außer rumzuheulen. Ja, wir waren Opfer, es gab auch an uns Massaker und so weiter. Aber ihr stiftet lauter Kriege an und führt einen Krieg nach dem anderen. Die ganze islamische Geschichte hindurch. Es gab nie eine Zeit ohne Krieg. 1400 Jahre Dschihad. Bis heute. Ah, er ist draußen. Ich habe schon gedacht. Ich habe schon gedacht, hey, wie schafft er das jetzt so lange zuzuhören? Er hat mich schon gewundert, dass er sich traut, dass er hat so lange zuzuhören. Was geht ab? Was geht ab? Nichts geht ab, nichts geht ab. Bei dir, was geht ab, was geht ab? Auch nichts. Das Ding ist, ich wollte dich nur was fragen. Also Was ich willst du sagen? selbst. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Schieß los, schieß los. Ich bin Ich warte, Agnostiker. ich warte. Ich bin Agnostiker. Du bist Also Agnostiker, Agnostiker. ich habe den Islam schon früh verlassen. Super, Glückwunsch. Und das Ding ist, es gibt sehr gute Kritikpunkte gegen den Islam. Zum Beispiel, wenn man Sure nimmt, wie Sure 9, Vers 5 und dann die Tafsir liest von Ibn Kathir oder Al-Jalalain. Die Ja. Großgelehrten, die auch Exegesen geschrieben haben, dann wird auch klar definiert, was diese Verse bedeuten. Hat nichts mit Liebe und so zu tun. Weil oft argumentieren Muslime ja auch mit den Versen aus der Medina-Zeit. Aber die Ja. werden ja durch die Abrogation von den Versen in der Mekka-Zeit abgelöst. Darauf sind sich, dabei sind sich alle Gelehrte einig. Das Problem ist aber oft bei Diskussionen, wenn man diese Quellen angibt, dann erklärt man denen die Tafsir der Großgelehrten, die Gelehrten zum Beispiel auch der drei Generationen nach dem Propheten Mohammed. Ja. Und dann sagen die als Antwort darauf, das ist nicht mein Gelehrter. Ich verfolge einen anderen Gelehrten und dann zeigen die einen Tafsir, der komplett 350, also 180 Grad gedreht ist. Und ich verstehe halt nicht, also ich verstehe die Logik nicht dahinter. Halt, wie könnte man so etwas entgegnen, meine ich. Ja. Weil die zeigen zum Beispiel, da ist Sure 9, Vers 5, Schwertvers, wo immer ihr sie findet, dies und das. Und dann hat man Großgelehrten, die Exegesen geschrieben haben, Tafsir und Hadith-Sammlungen geschrieben haben, weil Ibn Kathir war ja der Schüler von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Und wenn man die dann darauf hinweist, hey, guck, die großen Gelehrten denken anders, dann zeigen Ja. die ja, Exegese, habe ich ja Ex gesagt, ja, schau. ja, und dann Es zeigen kommt die darauf aber an, bei Tafsir welchem von jemandem, der Thema. friedlich interpretiert. Nein, schau. Erst einmal, es kommt darauf an, welches Thema. Und zweitens, wenn du eine eindeutige Aja hast und den Tafsir von Ibn Kessir oder von diesen Großgelehrten nimmst, dann hat das Gewicht. Verstehst du? Da kann ich denn irgendein Tafsir von irgendeinem heutigen muslimischen Schriftsteller nehmen und sagen, hey, der tut den anders auslegen. Verstehst du? Das Gewicht. Du weißt ja, dass Prophet, Sahaba und dann die Salaf, die nachfolgenden Die drei Generationen, Generationen nach dessen Abu Wort, Bakr.
genau, viel mehr Gewicht haben als irgendwelche Gelehrten, die nach 1000 Jahren gekommen sind oder heutzutage oder sonst irgendwas. Deswegen, ich meine, es kommt darauf an, welches Thema. Ich wüsste jetzt nicht, dass man das komplett anders auslegt, aber du kannst einfach so argumentieren, du kannst einfach so argumentieren, dass du dich auf Großgelehrte stützt und auf die Salaf und nicht auf irgendwelche zeitgenössischen Schriftsteller oder sonst was, die kein Gewicht haben, so als Ja. Gelehrte einfach. Aber es kommt natürlich aufs Thema an auch. Ja. Und ja, erstmal danke für die Antwort. Da habe ich einen Kritikpunkt gegen, also das war jetzt Kritikpunkt gegen Islam. Ich habe als Agnostiker aber auch einen Kritikpunkt. Ich weiß, ich mache jetzt jeden zum Feind, aber ist halt so. Ich habe auch einen Kritikpunkt gegen Christen. Und zwar triggert mich das die ganze Zeit. Das macht mich so wütend, wenn ich Videos sehe, wie Menschen respektlos mit Jesus-Statuen zum Beispiel umgehen. Ich habe ein Video gesehen, wo ich glaube, keine Flüchtlinge, die konnten schon gutes Deutsch sprechen. Die waren in einer Kirche und haben irgendwie an den Hodenbereich von einer Jesus-Statue gegriffen. Das ist ja eine Beleidigung. Simpel, ganz kurz und knapp, ist eine Beleidigung gegen das Christentum. Und wie reagieren die Christen? Wir lieben dich. Wobei ich mir denke, das ist doch dein Gott, der hat sich doch, also nach christlicher Logik, der hat sich Hörst du mich? Ja, war kurz unterbrochen. Hörst du mich? Okay. Ja, war Ah, kurz ich muss kurz unterbrochen. raus, ich muss kurz die App schließen. Hörst du mich? Okay. Ja, war kurz Ah, ich muss unterbrochen. kurz raus, Echo ich muss kommt. kurz die App schließen. Ja, also keine Ahnung, den Fall kenne ich jetzt nicht, wo das passiert ist. Wo das passiert ist und dann Christen gesagt haben, ja, wir lieben euch oder sowas. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, so wird mich jetzt nicht wundern. Ich hatte ja am Mittwoch auch Diskussionen über dieses Thema. Danke, Carmen. Ich hatte ja Diskussionen auch über dieses Thema, dass ich das für falsch halte, dass man so reagiert, sondern dass man wehrhaft sein soll. Hallo. Ja. Hörst du mich? Oh, italienischer Mafia-Boss, Ja. Pate Gambino, Hey, buonasera. ich hab mal eine Frage, ne? Ne, ist los, ne? Warum bist du so hasserfüllt? Ich liebe es zu hassen. Hass macht Spaß. Ja, ohne Scheiß, ey, das ist Macht nicht mehr Spaß. normal. Es ist nichts normal. Nichts normal, dieser Hass. Aber macht Spaß, Hass. Weißt du, was Hitler mit dir gemacht hätte? Der hätte dich als erstes gepackt. Denk nicht, dass du ein Deutscher Hitler hätte bist. mich als erstes Als gepackt. Das erstes. glaube ich nicht. Wetten? Als erstes. Ey, mich. Ich von Mal, PC hätte Adolf Hitler als erstes gepackt. der hätte dich als Landsverräter da geklärt. Erklärt. Der hätte dich Landsverräter. direkt, Was der für hätte dich. Landsverräter? Du verratst dein eigenes Land. Hör mal, wie du über deine Leute redest, alter Schwede, die gestorben sind. Familie, Onkels, Väter, was weiß ich was. Und diese Lügen, die du nonstop machst, ne? Guck mal, die größten Ey, was, Verbrechen. da, was laberst? Hallo, Hör warte. mal, in der Geschichte. Aus meiner Familie ist niemand gestorben, Alter. Kein Vater, kein sonster, niemand aus meiner Aber Familie ist im Krieg trotzdem, gestorben. Von nein, was das ist aber redest dein du? Land. Das ist dein Land. Dein Welches Land. Land? Was? Dein Welches Land? Bosnien. Hör mal, Bosnien, da Alter. Was sind habe ich mit Freunde Bosnien von zu deiner tun? Familie, Bin von weder deinen in Bosnien. Landes. Das ist ja. Hallo, ey. Ich bin weder in Bosnien geboren noch sonst Aber irgendwas. Ich ist bin doch in egal. Serbien geboren, in Deutschland aufgewachsen. Was habe ich mit Bosnien zu tun, Ja, Mann? Du okay. weißt, du hast keine Dann Ahnung. Ich nicht. habe mit Bosnien, so viel zu tun wie du mit Gambino-Familie. So ungefähr, Ja, Carlo guck mal. Gambino. Okay, ist kein Problem. Aber guck mal, die größten Kriegsverbrechen im Leben, ne, die passiert sind, das war immer Spanien, Frankreich, Europa. Guck mal die Geschichte, guck dir mal diese Weltgeschichte. Das waren keine Muslime. Das waren keine Muslim. Muslime, die nach Amerika reingegangen sind, die ganzen Indianer umgebracht haben. Das waren keine Muslime, die nach Afrika Kontinente übernommen haben. Das waren keine Ach Muslime, so, die ah, erklär verstanden haben. mal, wie haben Muslime Afrika geholt? Du weißt ja, Nordafrika ist Nein, ja nein, von nein, warte mal, ich Nordafrika. rede von England. Die England Nein, haben ich warte komplett. nicht. Hör Du mal, ich rede wartest von. jetzt, wenn ich rede. Du Okay, redest Moment. von Afrika. Wir haben Muslime Nordafrika bis Zentralafrika erobert. Das ist ja fast mehr 90% muslimisch.
Haben sie nicht mit Gewalt, oder? Friedlich. Was ist 90%? Afrika, Nordafrika bis Zentralafrika ist doch zu 90% muslimisch. Wie ist es muslimisch geworden? Guck mal, kennst du die Welt? Kennst du die Geschichte von der ganzen Welt? Hör mal, England ist da rein, die haben die Leute abgeschlachtet. Bis heute sind die noch England ist nach Afrika rein. Kolonie. Ja, Hörst du normal. schlecht? Die Afrika Hörst du ist immer noch schlecht? Kolonie von denen. Wie ist Afrika muslimisch geworden? Die großen Teile, wie sind die muslimisch geworden? Durch Dschihad, mein Freund. Durch Okay. Gewalt, mein Okay, Freund. was haben denn die Aber du Spanier da checkst gemacht? nichts. Was haben denn die Spanier in was war in Nordafrika gemacht? Die haben die Oh, Leute Gambino, wir hatten die Diskussion genommen. schon. Es bringt nichts. Whataboutism, was Nein. haben Spanier Pass auf. gemacht? Was hat Adolf Hitler gemacht? Was hat Nein, was haben das Carlo eine? Keine Ahnung und Gambino in Rede. Sizilien gemacht? Es bringt alles nichts. Du Fakt hast eine ist, der Ahnung und Rede. Islam. Was ist das? Du hast Okay, nicht. ciao, Gambino. Ja, Ist so. tschüss. Fakt ist, der Islam ist die gewalttätigste Religion und keine Ideologie hat so viele Menschenopfer erfordert wie der Islam, beziehungsweise keiner Ideologie sind so viele Menschen zum Opfer gefallen wie dem Islam. Das ist Fakt. Nicht Kommunismus, nicht Faschismus, nicht egal was, der Islam ist Verursacher für die meisten, sagen wir, ja, für die meisten Opfer, ja, unter den Menschen, wenn man alles zusammenrechnet. Ja, wie viele Menschen sind während islamischen Eroberungskriegen, den islamischen Eroberungskriegen zum Opfer gefallen? Werden wir sehen, ist Islam Nummer 1. Da brauchen wir doch nicht über Nummer 3 oder Nummer 4 reden, wie viel unter den Kommunisten gestorben sind, wie viel da gestorben sind. Fakt ist, Islam führt eure Rangliste an. Da ändert es nichts daran, dass auch Nationalsozialisten viele Menschen umgebracht haben oder viele Menschen den Kommunisten zum Opfer gefallen sind. Das ändert nichts daran. Das ändert nichts daran, dass eure Religion die gewalttätigste Ideologie in der Menschheitsgeschichte ist. Es gab nie eine Ideologie in der gesamten Menschheitsgeschichte, die so gewalttätig ist, ja, und ihr könnt nichts anderes außer, ja, aber der war's auch, aber der auch, aber der hat auch gemordet, nicht nur wir, auch der hat gemordet. Wie kleine Kindergartenkinder, wie kleine Kindergartenkinder. Hitler, bla bla und andere. Das kann man, das wird Hallo? jeden Tag dieselbe Diskussion kommen. Hallo? Hallo? Was geht's hier ganz genau, wenn ich fragen darf? Du musst ein bisschen zuhören und dann weißt du es. Also, Und dann nächstes Mal kommst du rein. wer hat deine Mutter gefickt, du Das Hurensohn? nächste Mal kommst du rein, wenn du weißt, um was es geht. Ja, weil du Goldstück bist, nichts Besonderes, dass du kommst rein und ich erkläre dir jetzt 10 Jahre, um was es geht. Du bisschen dumm im Kopf und nicht wert, dass man dir jetzt erklärt, was wie. Und deine Beleidigung hat gezeigt, dass du bisschen dumm im Kopf und asozial wie alle anderen Assi-Kanaken und ja. Ja, wir haben gesehen, einer von vielen Assi-Kanaken hier kommt rein. Er denkt, das ist was Besonderes, sodass ich sage: Oh, lieber Assi-Kanake, hier geht es darum, dass wir deine gewalttätige, kranke Ideologie namens Islam widerlegen, zerstören und auseinandernehmen. Ja? Und wir haben gesehen, nach 2 Sekunden, deine Mutter, deine Mama, wer hat deine Mutter? Immer dieselben asozialen Kanackenkinder. Ja, wie überall. Wie überall. Wie überall. Ey, Jufan. Ja. jetzt aber. Hörst du mich? Ja. Das Schiebscher Familienskabon. Der Schiebscher, nonne, du Das kleine, dumme Schiebscher. Albaner. Kleine Albaner, Mercedes, Alter, Mercedes A-Klasse. Mercedes A-Klasse von 2008 tut er als Profilbild reintun. Arbeitet auf der Baustelle, liest sich ein Mercedes A-Klasse und dann, hier, ich fahre A-Klasse. Schau mal, ich fahre A-Klasse. Ich bin ein reicher Albaner. Ich bin ein ganz reicher Albaner. Ich fahre A-Klasse. Geh weg, du Bluff, du kleiner
Baustellenarbeiter. Geh weiter und spiel hier nicht auf Paten, auf Mafia, auf irgendwas. Asoziale. Richtige Asi. Hallo? Hallo. Hallo? Wie geht's dir? Gut, dir? Mir geht's auch gut. Ich habe ein paar Fragen, also an dich. Also, wenn ich Er fragen darf. kauft dein Leben, wenn er möchte. Was sind das für Was? asoziale Kanakensprüche? Er kauft dein Leben, wenn er Arme möchte. Chat. Er kauft dein Leben, wenn er möchte. Er kauft lieber Schrott A-Klasse von 2008, wenn er möchte. Also, ich Ja, hätte da ein paar Fragen. Fragen. Ja. Ja, stell sie. Also, Danke mit dem Nächsten. du sagst doch, also ich stimme da mit dem politischen Islam so ein bisschen zu. Das sollte nicht sein. Das ist ein bisschen lala. Also, der sollte nicht existieren. Also, dass Menschen rumrennen und töten und so weiter. Man sollte den Menschen, also man sollte niemanden töten wegen seiner Religion. Aber beim Christentum sehe ich, das war also in der Geschichte war das auch so, verstehst du? Ich stamme von Menschen ab, die wurden von Christen getötet, weil sie nicht geglaubt haben, weil sie nicht gesagt Ja, haben, also Jesus ich ist sehe ja Gott. an deinem Namen Vag Odinson und deine Symbolik, du identifizierst dich so mit den germanischen Heiden, sagen wir mal, oder? Also, Sowas in der Art. ich weiß, was du damit, also ich nenne mich nicht Heide, da das Christen Ja, erfunden oder? haben, um zu beleidigen, aber ja. Ich weiß, was du damit meinst. Ich Ja, bin nicht okay, böse. wie nennen sich Heiden? Asatru, Vanatru, Firnasider. Was? Es gibt viele, siehst du, verstehst du nicht. Aber ja, ich sag einfach mal ja. Aber Heide ist eigentlich eine Ist doch Beleidigung. keine Beleidigung, oder? Doch, Heide ist doch, doch doch, keine doch, 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 Beleidigung. doch, doch, Das das geht beleidigen. wirklich. Das stimmt wirklich. Ich schwör's dir, das stimmt wirklich. Du kannst das nachschauen. Heide wurde von den Christen erfunden, um Menschen zu diffamieren, die nicht an diesen einen Gott geglaubt haben. Das war wirklich damals eine Belange. Das stimmt wirklich. Ich wusste das auch nicht, Ja, aber ich habe das gut. nachgeschaut. Also, kommen wir auf den Punkt. Ich weiß doch, was du Ja. hinaus willst. Du willst sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir müssen zu unseren Wurzeln zurück, zu unseren Vorfahren, da sagst du dann, oder ich kenne die Argumentation, die sagen, warte mal, das Christentum stammt ja auch aus Nahost und davor waren wir Heiden, ohne das jetzt beleidigend zu Ja, meinen. ist okay, ja, Dann ist okay. Ich geht, weiß, was du davor meinst. waren wir Heiden und wurden zwangschristianisiert. Schau mal. Ich Ja. habe mir. Ich sage jetzt nicht, ich bin kein Historiker, aber ich habe mir die Ja. Geschichte angeschaut, wie Europa christianisiert wurde. Ja, zum Ja. Beispiel jetzt der deutschsprachige Raum. Das waren ja hauptsächlich durch Mönche. Ja, zum Beispiel viele Mönche aus Irland, aus Schottland, aus England, die gepredigt haben, so Wandermönche, und die zum Glauben gerufen haben. Und viele haben sich angeschlossen, freiwillig. Das heißt, Europa wurde im Großen und Ganzen nicht mit Gewalt christianisiert, sondern freiwillig ist das Also, passiert. Gab es Fälle, wo es mit Zwang passiert ist? Ja, wo ein etwa jetzt Karl der Große wird immer wieder angeführt, Karl der Große im Osten und so weiter, hat sich zwangschristianisiert. Ja, okay, das sind geschichtliche Fakten, Tatsachen. ja. Aber jetzt kommt der Punkt: Inwiefern ist Karl der Große eine christliche Instanz, oder ist Ich Karl der Große ein Prophet? Ist Karl der Große, steht Karl der Große im Alten Testament, in der Bibel? Nein, es ist einfach nur ein christlicher Herrscher, der das gemacht hat. Aber Okay, ja. das ist nicht in den Quellen vorhanden. Nirgendwo steht in den Quellen, ja, zwingt die Leute, Christen zu werden mit dem Schwert. Nur weil einige christliche Herrscher das so gemacht haben, ist es nicht per se eine christliche Vorgehensweise. Und man muss sagen, wenn man die ganze Geschichte betrachtet, war das immer die Ausnahme, dass Heiden mit Gewalt zum Christentum gezwungen wurden. Danke Also, mit dem Nächsten. Dings, klar gab es, also klar gab es Menschen, die freiwillig konvertiert sind oder sich taufen lassen haben, bla 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 bla, okay. Das gab es ja, aber kennst du Bonaficius? Der Ja, heilige Bonaficius, genau. der die Götzen da gefällt hat und so weiter, kenne ich. Er ist in der katholischen oder in der apostolischen Kirche ist er halt so, also ein Heiliger, ne? Und Ja. er hat gelogen und hat auch, also hat auf seinen Befehl Menschen getötet.
Auf seinem Befehl wurden Menschen getötet und er hat gelogen, dass die Heiden sozusagen einen Baum anbeten, verstehst du? Aus purem Hass. Und das ist nicht nur bei den Germanen so passiert, auch die Kelten, die wurden massakriert. Ich hatte mit einem Griechen das Gespräch, der hatte so ganz alte, 1000 Jahre Bilder gezeigt, wie die Christen da reingekommen sind und was die da getan haben. Die haben die Menschen verbrannt und so weiter. Das ist nicht. Schau mal, ich hab's dir gerade. Du meinst ja Bonifatius, ja, Boni, nicht Bonifatius, Bonifatius, ja. Also ich kenne die Geschichte. Bonifatius ist ja bekannt dadurch, dass er diese Götzen da gefällt hat mit der Axt und so weiter. Schau mal, nochmal. Du kannst jetzt einzelne Sachen bringen. Da wurde jetzt da gab's Fälle von Zwangschristianisierung. Ich sage dir, das waren immer Ausnahmeerscheinungen in der Geschichte und im Großen und Ganzen. Und du sagst, ja, es sind ein paar Menschen, haben sich taufen lassen. Nein, ganze Gruppen, ganze Volksgruppen sind zum Christentum konvertiert und sind Christen geworden und haben sich taufen lassen. Und zu einem überwältigenden Teil hat sich das Christentum ganz am Anfang durch die Apostel und später durch Mönche und Geistliche und so weiter friedlich in der Welt ausgebreitet. Es gab ausnahmsweise mal auch solche Erscheinungen. Ja, gab es, aber das ändert halt nichts daran, was grundsätzlich passiert ist. Und mehr, mehr gibt es da jetzt auch nicht so groß zu diskutieren. So, was will man jetzt da noch so Aber lang drüber sind reden? Heilige nicht so hohe Positionen im Christentum? Also nicht jeder wird, niemand wird einfach so heilig gesprochen von der Kirche aus, von der katholischen Kirche zum Beispiel. Ja. Ja, und warum, Du verstehst meinst du, das jetzt, sind warum doch. die heilig gesprochen wurden, oder was? Ja, also er, Bonner, keine Ahnung, ich kann den Namen nicht aussprechen, aber er wurde halt danach, Bonifatius. nach diesen Dingen halt, wurde er heilig gesprochen und als Märtyrer, obwohl er gelogen hat. Niemand betet einen Ja Baum an. gut, das mit gelogen, die Geschichte, was du jetzt hier erwähnst, kenne ich jetzt nicht. Das mit gelogen, ich weiß, er ist jetzt nur Also, bekannt dadurch, dass er die Götzen zerstört hat. kennst du wirklich Menschen, die Bäume anbeten? Jetzt ohne Witz, das existiert nicht. Ja, okay, und was war das dann mit den Bäumen? Das Welchen ist Sinn hatten die gelogen. Bäume dann? Niemand hat einen Baum angebeten. Das gibt es nicht. Wie gesagt, das existiert nicht. Ich habe das noch nie gesehen, gelesen oder so. Das existiert Okay, nicht. und Und damals auch. wieso hat er die Bäume dann gefällt, wenn das überhaupt keine Ja, Bedeutung für aus die Heiden Hass. hatte? Aus Hass, Aus weil er Hass. gesagt hat, warte kurz, es gibt einen Baum, der heißt Yggdrasil, aber der ist kein Gott und der ist auch nicht heilig oder irgendwas. In den germanischen Sagen wird dann gesagt, dass er die Welten zusammenhält und dass er Schau der mal, Mittelpunkt allem ist. germanische, diese Ja. germanischen Sagen und so weiter, Ja. sind verschmolzen mit dem Christentum. Das weißt du auch selbst, wenn du dir die heutigen christlichen Ja, Feiertage anschaust und so weiter. Du Weihnachten, weißt es Ostern. selbst. Was? Weihnachten zum Beispiel, das ist. Ja, und deswegen, ich meine, viele sagen auch so Rechte, sagen dann auch unsere germanisch-christlichen Wurzeln und so weiter, wir müssen uns auf unsere germanisch-christlichen. Das heißt, da hat eine gewisse Verschmelzung stattgefunden. Ja? Ja. Du findest auch viele heidnische Elemente und noch von den germanen Traditionen und gewisse Sachen, die eingeflossen sind in das Ja, Christentum. Ja, natürlich. was soll man sagen? Ja, Ja, also. aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, aber Wie was ist jetzt der gesagt, Kritikpunkt? Was ist jetzt der Kritikpunkt? der Kritikpunkt ist, ich sehe halt ich mag Christen, ich mag allgemein Menschen, die mich respektieren, aber ich sehe halt der Kritikpunkt bei Christen, die sagen, die Muslime, die wollen so und so, die machen, also die wollen die christlichen Länder muslimisch machen. Aber die Ja. Christen haben das damals auch gemacht. Verstehst du? Ja, schau mal, das ist sehr plumpe Vereinfachung. Du Na, kannst nicht. das stimmt. Du kannst, ja, aber schau mal, Europa. du kannst nicht solche Ausnahmeerscheinungen in der christlichen Geschichte oder in der Geschichte Europas, wo es christliche Herrscher gab, die heidnische Völker mit Gewalt gezwungen haben oder unterworfen haben, kannst du nicht vergleichen mit einer Religion, mit dem Islam, wo grundsätzlich ein legitimes Mittel ist, zur Ausbreitung des Islams, zur Ausbreitung des Kalifats und zur gewaltsamen Unterwerfung. Verstehst du? Da ist das Standardprogramm und es ist befohlen von Allah und von dem Propheten
vom islamischen Propheten Mohammed. Während es im Christentum überhaupt nicht befohlen ist und du kein Zitat von Jesus Christus findest, dass man die Völker mit Gewalt, mit Gewalt zum Christentum zwingen soll. Das heißt, du kannst es nicht mit dem christlichen Glauben legitimieren, während es im islamischen Standard ist. Und deswegen ist halt dieser Vergleich jetzt schlecht einfach. Verstehst du? Danke. Also es ist schlecht. Ja, also keine Ahnung, ob das wirklich so stimmt, okay. Und aber, vor allem, wie ist die heutige Situation, bitte? Wo sind denn die gewalttätigen, gewaltsamen Christen heute, die Heiden zwangschristianisieren wollen? Also ich werde genug Moslems gibt. Warte kurz, ja, okay, ich stimme dir dazu. Aber ist trotzdem, auch in deinem Glauben, was passiert mit mir nochmal, wenn ich nicht Jesus annehme, was passiert mit mir? Wie, was passiert mit dir? Was soll mit dir passieren? Was passiert mit mir, wenn ich nicht zu Jesus komme? Wenn ich ihn nicht als meinen Retter annehme? Dann, wo komme ich hin? Gott wird jeden von uns richten und jeder ja, bekommt das, was er verdient. Das weiß ich doch ja, nicht, wo ich du komme, hinkommst. Ich komme, die Bibel sagt eindeutig, derjenige, der nicht aufs Neu geboren ist, so ist, geht er in die Ferne, in die Hölle. Verdammt. Ja, okay, Folter. Aber schau mal. Das ist doch nicht das Problem im Islam. Schau mal, jede Religion behauptet, wir sind die Wahrheit. Jeder Glaube, wir sind die Wahrheit. Und jeder, der nicht dazugehört, wird bestraft. Auch in deinem heidnischen Glauben. Du hast doch dasselbe in deinem heidnischen nein, Glauben. Kommt da jeder bestraft. In das... Nein, du wirst nicht Was? Bestraft. Du wirst nicht bestraft, nur weil du nicht an unsere Sache geglaubt hast. Das stimmt nicht. Das, das ist glaube gelogen. Ich nicht, das glaube ich nicht. Dann auch da gibt es... Also könnte man nicht sagen, ich meine, ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt, weil mich so heidnischer Glauben und sowas nicht so interessiert, aber auch da gibt es für die Valhalla und für die gibt es was anderes und ja, es Valhalla gibt da auch Stufensysteme. Ja, also, da hast du doch auch Belohnung, Bestrafung und du hast dasselbe Prinzip. Ja, aber Prinzip das ist nur für Krieger. Das ist, ich komme wahrscheinlich nach Helheim. Da habe ich... Wo kommst also, du hin? Wahrscheinlich, also wohin? Wenn das wirklich so ist, die Religion sagt, wohin? Also... Das heißt Helheim und das ist nicht die Hölle. Da bekommt man einfach so. Du kommst nach Helheim. Ja. Da kommen normale Menschen. Was ist Helheim? Helheim, da bekommt man so, also im germanischen Glauben, da bekommt man so sein Haus und kann sehr friedlich leben einfach. Ja, also Paradies. Ja, ungefähr. Ja. Und du glaubst, du kommst nach Heidenheim. Ah, nee, Heilheim, wie heißt das? Helheim. Wenn ich gute Dinge Helheim. Gemacht habe, ja, wenn ich ein guter, sogenannter guter Mensch war, dann schon, ja, dann blüht mir nichts Schlimmes. Und das zählt für schau. Jeden Menschen. Aber ihr glaubt ja, natürlich, aber schau mal, dass ich ausgepeitscht werde, nur weil ich nicht in den ja, okay, habe. Aber schau mal, das ist doch komplett haben. Du kannst jetzt sagen, wo ich, du kannst als Heide sagen, was nach christlicher Vorstellung mit mir nach dem Tod passiert, kann mir egal sein, weil ich glaube ja nicht dran. Weißt du, wo, inwiefern, wenn du eh nicht dran glaubst, inwiefern stört dich das dann, wenn ein Christ sagt, hey, wenn du nicht glaubst, dann kommst du in die Hölle und so weiter. Es, das kann, stört kann mich, dir doch egal es, ja, sein, wenn okay. du nicht dran glaubst. Ja, das stimmt, aber es stört mich in ja, dem also, Punkt, wenn wo ist Menschen das Problem? Dann, warte Gott, wenn Menschen dann losgehen und evangelisieren und andere stören und sagen, wenn ihr nicht annehmt, so werdet ihr da hingehen. Da stört. Das ist aber von der Religionsfreiheit gedeckt. Man darf behaupten. Genauso darf ein Heide sagen, wenn ihr nicht Heiden werdet, dann kommt ihr in irgendeine Hölle oder sonst irgendwas. Das ist von der. Ja, schau, jeder darf gelogen. Zu seinem Glauben rufen, jeder darf seine Vorstellungen verbreiten. Das ist kein Problem. Aber das ist ja auch nicht das Problem im Islam, sondern im Islam der Zwang, die Gewalt. Das ist das Problem. Nicht, dass Leute glauben, dass die einen bestraft und die anderen belohnt werden. Da kann jeder dran glauben. Das ist alles gedeckt von der Religionsfreiheit. Aber sollte man nicht einfach, keine Ahnung, die Menschen damit in Ruhe lassen, verstehst du? Das, ich ja, finde, man das lässt die Menschen besser. In Ruhe, man lässt die Menschen in Ruhe, aber man darf ja auch seine religiösen Vorstellungen darlegen oder dafür werben. Ja, genauso wie man für jede Ideologie werben darf und das die Leute dazu rufen kann oder sagen kann, ja, nach unseren Vorstellungen passiert das und das. Und jeder Mensch sollte die Freiheit haben zu sagen, ja, das ist. Da schließe ich mich an, nee, das macht keinen Sinn und so weiter. Das ist ja, verstehe, schau, weißt du, was ich nicht verstehe, ganz ehrlich. Schau mal, du bist Heide ja. und so weiter.
Und du fokussierst dich jetzt auf die Probleme mit dem Christentum, während du die massive Bedrohung durch den Islam einfach Das stimmt so, nicht. ja, Nein, das stimmt das ist nicht. dein Würdest du, Problem, Christentum entfernt mich. Verstehst du, was ich meine? Was ist das für ein Fokus? nein, warte. Ich wollte nur pro Punkt ansprechen. Würdest du meine politische Ideologie wissen? Hätte das niemals gesagt, aber egal. Nein, ich bin nicht gegen das Christentum und auch nicht wirklich gegen den Islam. Es gibt gute Dinge in jeder Du bist Ideologie nicht und gegen den Religion. Islam. Warum bist du nicht gegen den Ich Islam? bin auch nicht für ihn. Mir ist der Islam egal. Ja, du Verstehst kannst du? nicht. Ich bin nicht da. Entweder bist du dafür oder dagegen. Es gibt nicht. Du bist nicht die Schweiz. Du kannst nicht neutral bleiben. Man muss dich positionieren gegenüber Das solchen stimmt Sachen. nicht. Doch, stimmt. Weil, schau mal, für die Moslems bist du Freund oder Feind. Es gibt nichts dazwischen. Gar Bei nicht. Und noch Christen ist als das auch Heide. so. Warte mal. Soll ich dir sagen, als Heide? Als Ja, ich weiß, Heide, was mir hast blüht. du. Ich weiß, was mir blüht bei Ah, dem. schau Ich mal, du weiß. weißt, was dir blüht. Du weißt, was Die dir sollen ja blüht. Und du versuchen. sagst, ja, ich bin nicht dagegen und nicht dafür. Ja, dann Die bist du sollen aber, ja dann bist du ein versuchen. Die Opfer, sollen. welches. Warte doch Okay. mal, dann bist du ein Okay. Opfer, welches sich abschlachten lässt, wenn es darauf Ich ankommt. lasse mich nicht abschlagen. Die sollen versuchen. Die sollen kommen. Ihr auch. Die Christen, die sollen auch versuchen. Die haben dann eine Überraschung da. Die Holst du können dann kommen. Thors Hammer raus? Holst du Nein. dann Thors Ganz Hammers oder andere Hammer Dinge. raus? Nein, nein, nein. Natürlich Was kannst du dich dann? jetzt witzig machen. Nichts, das kann ich hier nicht so sagen. Aber ihr könnt ja versuchen zu kommen. Das geht auch an die Muslime. Versucht mir den Kopf abzuschneiden. Ihr werdet überhaupt nichts machen. Ich schicke euch wieder dahin, wo die Kamele reiten oder irgend sowas. Aber na klar, ihr werdet nichts machen. Und auch, guck, Ja und gut, das ist auch. wenigstens bist du nicht so wehrlos da. Nein, aber guck mal. Auch wenn irgendwelche Rambos im Internet sagen, die wollen dir den Kopf abschneiden, die sind mental nicht in der Lage, ein Messer zu nehmen und überhaupt Blut und überhaupt die Ursachen zu Ja, sagen, das weißt du wegen nicht. Tod. Viele machen es Doch, genauso zu nein. Bedeutung. Viele Was? labern nur Nein. Ich Müll. kenne Leute, Ja, die es viele. gemacht haben. Ja, okay, das ist dann okay. Es gibt Menschen, aber die meisten, die labern Müll. Die können nicht mal einen Huhn töten. Die würden weinen. Ja, gibt's. Aber es gibt auch Psychopathen, die dazu bereit sind. Und ich habe selber Leute kennengelernt, die das gesagt haben und dann sind sie ausgereist und haben das auch gemacht. Ja, okay, diese komischen Alles klar. Auf jeden Fall, Leute ja, hat gibt mich es. gefreut. Ich werde jetzt eh offline gehen. Ja? Ich werde den Livestream jetzt Okay, eh beenden, aber war interessante Diskussion. Dir ja, alles schönen Gute Abend mit dem noch. Sohn. Danke dir auch. Ich denke, es reicht für heute. Und ja, schaue ich mal die Tage, werde ich wahrscheinlich dann auch wieder auf TikTok live gehen und spätestens nächsten Mittwoch und Freitag. Nächsten Mittwoch und Freitag geht es dann mit YouTube weiter. Danke, Edin. Danke an alle Unterstützer bei TikTok, bei YouTube. Vielen Dank. Und ja, bis die Tage dann. Gute Nacht.